Ja, hallo meine lieben GeoLeben TV-Zuseher, schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Ja, das war mir heute noch ganz, ganz wichtig, dieses Video mit anschließendem Podcast heute oder morgen spätestens noch rauszuhauen, das Ganze heute noch zu machen, weil es aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist. Ja, und zwar die Nachricht, die ich in der Frankfurter Rundschau gelesen habe, zwar mit folgenden mit folgenden Titel: Corona löst das Epstein-Barr-Virus aus. Das Rätsel um Long-Covid. Also, es wird angenommen, und das haben schon ein paar Forscher eben auch, eben weil die geforscht haben mit 200 Leuten herum, sind die drauf gekommen, dass da offensichtlich durch Corona, durch Covid-19, Epstein-Barr-Virus aktiviert wird und der dann offensichtlich für die sogenannten Long-Covid-Symptome hier zuständig zeigt. Ja, der Epstein-Barr-Virus sowieso ein komplett unterschätzter Virus, wo man sich wirklich fragt, warum hat man sich um den bisher noch nicht wirklich gekümmert. 90, 95% der Menschen sind sowieso betroffen davon und der kann ganz schön heimtückisch sein. Der Anthony William hat diesbezüglich einige Bücher geschrieben. Selleriesaft wurde dadurch auch unglaublich bekannt. Und das ist für mich jetzt einfach auch der Grund, da nochmal die wichtigsten Informationen über den Epstein-Barr-Virus hier zu bringen und vor allem auch, was man tun kann. Also wie gesagt, die Information, man hat geforscht und man hat große Annahme eben hier darauf zu schließen, dass Covid-19 eben den Epstein-Barr-Virus aktiviert und der quasi die sogenannten Long-Covid-Symptome eben auslöst. Ja, schaut's einfach rein, ist unglaublich wichtig, wie gesagt, im Podcast. Diesbezüglich alles Liebe, euer Gio. Ja, hat Long-Covid nach einer Corona-Infektion etwas mit dem Epstein-Barr-Virus zu tun? Forschende könnten hier ein Rätsel gelöst haben. Ja, hallo, meine lieben Zuhörer, Abonnenten und Freunde. Genauso steht es heute in der Frankfurter Rundschau und in vielen anderen Leitmedien geschrieben. Aktiviert Covid-19 den Epstein-Barr-Virus? Das ist hier quasi die Frage, der wir uns hier in diesem Podcast widmen werden und vor allem eben auch, was ist Epstein-Barr-Virus, was macht der, welche Symptome und Krankheiten könnte der auslösen und vor allem auch, was kann man dagegen tun. Also hier wird quasi angegeben, dass die sogenannten Long-Covid-Symptome eben auch durch den Epstein-Barr-Virus ausgelöst werden könnten. Doch diese wichtigen Fragen und diese Informationen, wie du weißt, widmen wir uns nach dem Intro. Ja, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLeben TV, bewusst gesund bei Geo. Ja, gut, dazu passt jetzt einfach auch mal, dass ich ja vor einigen Tagen C. positiv war und gerade wieder aus der Quarantäne entlassen bin. Eins gleich vorweg, ich hatte nur schwache Symptome, ja, die man quasi mit einer C-Punkt-Infektion in Verbindung bringen könnte. Kaum Schnupfen, kein Halsweh, auch keinen Husten und auch keinen Geschmacksverlust und schon gar kein Fieber. Was ich jedoch bekam, beziehungsweise was sich so in den letzten Tagen eingeschlichen hat, ja, so zuerst gar nicht bemerkbar, ja, dass sich so meine alten Nackenschmerzen, beziehungsweise Nackensteifheit und Kopfdruck hier wieder bemerkbar gemacht haben. Ja, und deswegen würden diese Forschungen, die hier eben andeuten, dass eben der Epstein-Barr-Virus vom C-Punkt-Punkt-Virus aktiviert wird, aus meiner Sicht schon hier irgendwo Sinn ergeben. Denn wie gesagt, diese auffälligen Schmerzen in meinem
oder in meinen Trapezmuskeln und so eine gewisse Nackensteifheit und so immer so ein bisschen ein Kopfdruck, das hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, wir schauen uns jetzt einfach mal das mit diesem Epstein-Barr-Virus an. Denn wir müssen wissen, dass diesen Virus ja 90-95% der Weltbevölkerung in sich tragen, also eigentlich fast alle, und in vielen Fällen zeigt dieser Virus auch keine gefährlichen Symptome, da sich der Virus seit seiner Entdeckung 1964 auch von Generation zu Generation weiterentwickelt. Mittlerweile weiß man auch, dass es an die 60 Epstein-Barr-Virusarten gibt und die Arten von Mal zu Mal eben auch gefährlicher und heimtückischer werden. Der Virus steht wohl im Zusammenhang mit vielen Krankheiten, die man so mal nicht unbedingt mit einem Virus in Zusammenhang bringen würde. Ja, zum Beispiel Fibromyalgie, eben Weichteilschmerzen sowie chronische Müdigkeit, Lupus, also entzündliches Weichteilrheuma, oder wobei auch Organe und Knochen befallen werden können. So wie kann auch die Schilddrüse im Zusammenhang mit dem Epstein-Barr-Virus stehen. Auch einige Krebsarten sowie Immunschwäche im Allgemeinen und noch einiges mehr. Auch Tinnitus und bestimmte Augenkrankheiten kann man mit dem Epstein-Barr-Virus im Zusammenhang noch erwähnen. Also 90-95% der Weltbevölkerung sind nun quasi oder tragen das oder den Virus in sich, und viele davon tragen wohl nicht unbedingt die schädlichste Variante in sich, und so bleibt er auch sehr, sehr lange unbemerkt. Die Chancen, sich eine aggressivere Variante des Virus einzufangen, sind jedoch in den letzten Jahren größer geworden. Warum haben denn EBV, also den Epstein-Barr-Virus, so viele Menschen? Diese Frage stellen wir uns einfach mal. Er wird grundsätzlich ja offensichtlich relativ leicht übertragen. Ja? Nämlich beim Ungeborenen schon im Bauch durch die Mutter eben wird der Virus weitergegeben. Er kann auch bei Blut- oder Überblutproben übertragen werden, und er wird eben auch über Körperflüssigkeiten ausgetauscht. Ja. Auch beim Küssen und eben auch beim Sex kann es dann zu einer Übertragung kommen. Hier ist auch anzumerken, dass die Menschen unter 30 ein bisschen mehr dieser Gefahr ausgesetzt sind, sich anzustecken, weil die offensichtlich sexuell ein bisschen aktiver sind. Ja, der Virus ist meist in einem inaktiven Zustand, deshalb merken es auch sehr, sehr viele nicht. Auch wenn jemand den Virus quasi in sich hat, ja, besteht nicht unbedingt permanent die Gefahr, dass man sich eben anstecken kann, da sich der Virus in vier verschiedenen Phasen eben befinden kann. Die Phase Nummer 1. Der EBV befällt Lymphozyten und überträgt nun sein Genom. Die Phase 2, die lytische Phase, hier Genvermehrung, die Ansteckung ist jetzt am größten. Phase Nummer 3, toxische Abfälle des Virus belasten das System nun zusätzlich. Phase Nummer 4 und die toxischen Abfälle belasten das System dauerhaft. Ja, welche Organe können nun befallen werden? Die Leberfunktion wird stark eingeschränkt, das heißt relativ wenig Entgiftungsfunktion und die Bildung von nötigen Hormonen und Enzymen. Weiter ist der EBV Hauptauslöser von Hepatitis C. Die eingeschränkte Leberfunktion sorgt auch für eine Verringerung des Salzsäuregehaltes im Magen, was unseren Darm zusätzlich mit Giften belastet. Entzündungen, Verstopfung, Durchfall, Darmfäule sind dann eben auch noch weitere Ergebnisse. Plötzlich entstehen dann Nahrungsempfindlichkeiten sowie Allergien, weil ja die Nahrung so verändert wird, dass sie der Körper nicht mehr wirklich identifizieren kann. Der EBV ist in dieser vierten Phase offensichtlich ein Hauptauslöser vieler, vieler mysteriöser Krankheiten. Und diesen Krankheiten werden wir uns jetzt widmen und was man vor allem auch dagegen bzw. eben für die Gesundheit tun kann. Da hätten wir zuerst das chronische Müdigkeitssyndrom. Betrifft
häufiger Frauen, ist auch bekannt als die Fatigue. Viele Menschen durchlaufen ein Spießrutenlaufen von einem Arzt zum nächsten und niemand kommt darauf, dass das etwas mit Viren, vorwiegend eben mit dem EBV und den Bakterien zu tun haben könnte. Ausgelöst durch die Bildung von Neurotoxinen, entstanden durch die Viren, welche den gesamten Körper entzünden und das zentrale Nervensystem erfassen und belasten. Die einhergehende Schwächung durch einen gestörten Darm und überlasteten Nebennieren lassen einen dann chronisch müde und kraftlos sein. Weiters die Fibromyalgie. Wenn der ganze Körper schmerzt, ja, es hat mit den Nerven zu tun, heißt es in schulmedizinischen Kreisen doch, dass die Nervenschmerzen durch den EBV hervorgerufen werden und durch die Entzündung des zentralen Nervensystems verursacht werden, ist wieder weniger bekannt. Das zentrale sowie das periphere Nervensystem sind dann eben stark durch Viren befallen und entzündet. Ständige Schmerzen, Druckempfindlichkeit, Erschöpfung sind dann eben auch eine der Hauptsymptome. Ja, als nächstes haben wir Tinnitus. Ja? Das bedeutet entzündete Nervenbahnen im Innenohr. Ausgelöst durch den EBV führen dann zu Vibrationen, die dieses typische Geräusch dann im Ohr eben entstehen lassen. Als nächstes Schwindel und die sogenannte Meniere-Krankheit werden in der Schulmedizin meist mit Calciumkristallen und Steinen im Innenohr in Verbindung gebracht. Die meisten chronischen Fälle werden jedoch durch einen entzündeten Vagusnerv hervorgerufen durch den EBV. Kommen wir zur Schilddrüse. Ja, der EBV geht in die Schilddrüse, weil er die dort produzierten Schilddrüsenhormone liebt. Ja. Dass der Virus dafür sorgt, dass die Schilddrüse dadurch nicht mehr anständig arbeitet, ist klar. Abfallstoffe, Überforderung der Schilddrüse führen zu Schilddrüsenunterfunktion, zu Hashimoto etc. Die Schulmedizin meint nun, das könnte man mit der Gabe von Schilddrüsenhormonen ausgleichen. Doch hier sagt Anthony William weit gefehlt. Die Hormone wirken wie Steroidhormone, welche das Immunsystem rapid verlangsamen. Wenn normalerweise genügend Schilddrüsenhormone produziert werden, geht ein Signal an bestimmte Zellen, sodass diese Glucose aufnehmen sollten, um eben Energie für die Reparatur und Vermehrung zu gewinnen. Werden jedoch zu wenig Hormone produziert, gilt das an die Zellen, also geht dann das Signal an die Zellen, die Energieversorgung quasi genügt, einstellen, also Energieversorgung einstellen. Das geschieht deshalb, um eben ein gleichmäßiges Energieniveau zu haben. Werden eben jedoch zu wenig Hormone produziert, gilt das an die Zellen als Signal, die Energieversorgung einzustellen, wie schon gesagt. Das geschieht deshalb, um ein gleichmäßiges Energieniveau zu haben. Energieversorgung eingestellt bedeutet dann ganz einfach auch zu wenig Energie in den Zellen. Deshalb ist es wichtig, dass die Hormonproduktion funktioniert und das Signal zur Energieversorgung weitergegeben wird und nicht nur Hormone gegeben werden. Jetzt wissen wir, dass dieser Epstein-Barr-Virus alles Mögliche auslösen und verursachen kann. Jetzt schauen wir ganz einfach mal, was wir tun können oder eben auch einnehmen sollten. Hier mal einige Nahrungsergänzungen, die so wirklich richtig Sinn machen können, vor allem auch zur Stärkung der Schilddrüse. Hier hätten wir zuerst mal Zink. Zink tötet die Epstein-Barr-Viren ab, ja, und schützt eben dann das Hormonsystem. Zweitens hätten wir Spirulina. Ja. Spirulina entgiftet und liefert wichtige Nährstoffe für die Schilddrüse. Dann hätten wir Chrom. Chrom wirkt ausgleichend auf das Hormonsystem. Weiter L-Tyrosin. L-Tyrosin steigert die Produktion des Schilddrüsenhormons. Dann Süßholzwurzel. Diese tötet EBV-Zellen und kräftigt die Nebennieren. Weiter haben wir dann Zitronenmelisse. Diese tötet EBV-Zellen und verringert das Knotenwachstum.
Weiters noch Spurenelement Mangan, wichtig für die Produktion des Schilddrüsenhormons T3. Dann zur Stärkung des Immunsystems Omega-3. Dann Vitamin D3, dieses reguliert das Immunsystem. Vitamin B-Komplex ist wichtig, ist gut für das Hormonsystem. Weiter Magnesium. Magnesium reguliert auch das Schilddrüsenhormon T3. Ja, und dann sind noch ein paar Dinge ganz, ganz wichtig, diese zu tun. Wie zum Beispiel eben auch Stangensellerie. Ja, Stangensellerie wird von Anthony William hier ganz, ganz groß geschrieben. Also hier ist es am besten, sich täglich einen Saft zu pressen und diesen zu trinken. Der sorgt, wie gesagt, für eine gute Magensäure. Diese brauchen wir dann, damit alles andere auch eben gut funktionieren kann. Das zweite ist Pro- und Präbiotika für den Darm. Auch hier gibt es eine einfache Lösung, effektive Mikroorganismen. Ja. Natürlich braucht es auch hier zuträgliche Nahrung. Das heißt, die kann man nicht sehr, sehr schlecht weiter ernähren und dann halt ein paar Sachen einnehmen. Auch muss hier die Ernährung umgestellt werden. Dann drittens, wichtig ist ja, die Aminosäure Arginin. Ja, auf die sollte man wirklich verzichten. Arginin-haltige Produkte vermeiden, weil die liebt der EBV. Ja, Arginin, das ist was, was der EBV gerne mag. Ja. Zum Beispiel Kürbiskerne, Erdnüsse, Pinienkerne, Mandeln, Linsen, Hähnchenbrust, also für die Fleischesser, auch Rindfleisch, Lachs, ja, um hier nur einige schwerwiegende argininhaltige Lebensmittel zu nennen. Die sollte man vermeiden. Vierter Punkt, im Gegenzug eben zum Arginin, das man nicht einnehmen sollte, hemmt und vertreibt die Aminosäure Lysin, ja, den Epstein-Barr-Virus. Also Lysin ist ein wunderbares Mittel, auch bei Herpes und eben für den Epstein-Barr-Virus. Lysin ist quasi der Antagonist von Arginin. Fünfter Punkt, Flavonole, sekundäre Pflanzenstoffe, die gegen die Viren vorgehen, also hier viele Antioxidantien zu sich nehmen. Sechster Punkt, Alpha-Liponsäure, diese repariert geschädigte Neuronen und Neurotransmitter und entgiftet supergut. Siebter Punkt, eben super Antioxidantien hier einzunehmen, wie eben OPC, Astaxanthin oder eben auch das Glutathion. Ja. Achter Punkt, Gerstengras. Gerstengras für den Nährstoffaufbau. Das stärkt und stützt das Immunsystem. Neunter Punkt haben wir eh schon ein bisschen gehabt. Algen wie Spirulina, auch Chlorella. Dann Koriander, ja, einfach zum Entgiften. Das ist wunderbar. Ja, und hier gibt es eben auch die Möglichkeit, gerade weil ich Koriander gesagt habe, hier den Detox-Smoothie hier zu machen. Ja, da habe ich ein eigenes Video dazu, das kann ich gerne verlinken. Den Detox-Smoothie täglich, den Selleriesaft, das mal für 2 Wochen einfach zu machen. Also wirklich hier ein Glas, 200, 150, 200 Milliliter Selleriesaft sich zu machen und dann Zink einzunehmen, Antioxidantien, Glutathion einzunehmen. Ein paar Sachen habe ich hier am Anfang schon gesagt. Also so mache ich auf jeden Fall, meine lieben Freunde, ich möchte euch darauf hinweisen, ich bin kein Arzt und kein Heilpraktiker, ich darf euch nichts raten, ich darf euch nicht beraten, so mache ich es. Ja, ihr müsst und dürft mit meinen Informationen selbstverantwortlich umgehen, wie ihr es für euch selbst richtig und gut findet. Ja, meine lieben Freunde, ansonsten kann der Epstein-Barr-Virus noch einiges auslösen, Autoimmunerkrankungen wie MS oder eben auch schon Rheuma, ja, Schilddrüsenkrankheiten, auch Krebs, hier ist vieles, vieles im Argen. Ja. Ich möchte hier nochmal klar disclaimern, ja, ich bin kein Arzt, ich bin kein Heilpraktiker, sind keine Ratschläge, so mach's ich. Ja, immer schon. Was ihr damit macht, ist in eurer absoluten Selbstverantwortung. Ja, die Dinge, die hier einfach so
an Möglichkeiten, die es da so gibt. Die nehme ich auch zum großen Teil selber und die gibt es dann auch. Die kann man auf meiner Homepage, wenn man das mag, noch einmal darüber nachlesen, was das eine oder andere Mittelchen, die eine oder andere Nahrungsergänzung einfach auch ganz genau bewirkt. Schaut einfach auf bewusst gesund, geosixlebensmut.at, da unten oder da oben oder wo immer auch verlinkt. In dem Sinne, Daumen hoch, Kommentare in die Kommentare, alles Liebe. Wir sehen uns. Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Geo.